Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zum Livestream von Ark Ingdodo, das neue PvP-Event, was wir hier heute am Laufen haben. Und natürlich haben wir jede Menge Leute hier mit MTS, aber der Reihe nach im Chat heute wieder unterwegs. Fleißig, moderierend, putzend, wie auch immer, die Kiapu. Grüß dich. Grüß dich, hallo. Servus. Und grüßt euch. Genau. Im Chat ist auch schon fleißig was los. Also, heute gibt es ein schönes Event und wie gesagt, hier sind fleißig Leute am Start. Mit mir in einem Team, ja, sind mal wieder die Danu, grüß dich. Servus. Und der Xa. Moin. Und wir haben eine Handvoll erlesene Gegner, auch wunderschöne Gegner, wie wir gleich sehen werden. mein Charakter, den enthülle ich auch gleich, ja. Aber wir fangen auch hier einfach, mal schauen, ich sehe die Namen ja auch immer sehr spät erst. Das ist Rocky, servus. Hallo. Dann haben wir Sunny Töter. Hallo. Und bei den beiden gibt es den Stream im Übrigen auch, genauso wie bei Danu. Das heißt, wer andere Perspektiven sehen möchte oder sehen möchte, wie wir Rocky töten und Sunny Töter, dann seid ihr da, richtig? Versuch's doch. Dann haben wir. Wie heißen die Königsmörder? Dann haben wir hier noch Sarutas. Grüß dich. Abend. So, dann gehen wir mal darüber. Schauen wir mal, wen wir da haben. Dann haben wir hier Sindewittchen. Servus. Hallo. Die nimmt übrigens auch auf. Die Folgen gibt es dann bei hier auf dem Kanal. Lyrandis haben wir. Servus. Hallo. Und den Hippo. Er hat auch einen sehr schönen Charakter. Abend. Er hat ja einen sehr schönen Charakter und wir haben festgestellt, Lyrandis und ich, ja, ist wir wurden irgendwie, also, ne, was er unten zu wenig hat, habe ich, das klingt jetzt wieder völlig falsch, was ich oben zu wenig habe, hat er oben zu viel, fangen wir lieber so rum an. Und dafür ist aber meine Unterhose geplatzt, ja, also. Du hast ein sehr gebärfreudiges Becken, Koja. Ich habe ein sehr gebärfreudiges Becken und einen sehr gebärfreudigen Kiefer, habe ich auch. Ja? Mhm. Und du hast einen sehr gebärfreudigen Rücken, Matze, lieber Matze. Bei mir du ist hast, alles gebärfreudig. Das ist so ekelhaft, Matze, was du ja da gebaut hast. Das ist Matze, das ist einfach ekelhaft. Hallo. Und ich habe einen so schönen Charakter im Vergleich zu ihm. Ja, ich bin ja, gar nicht erst nah ran, um es zu zeigen. Ich bin einfach zu nah. Es ist so widerlich. Aber meine Zuschauer kotzen. Die wollen der will Hallo. Den Dodo da hinten. Oder ist das dein Gehirn? Das ist mein Walnussimplantat auf dem Rücken. Das sieht aus wie ein Gehirn, Gott, was du da hinten hast. Ja. Das ist der Rest, der nicht in den Kopf reingepasst hat. Hast du den Dodo schon gefressen, oder was? Ja, der Dodo ist da hinten drin, genau. Aber Koja, fällt da auf, die Wulle versteckt sich schon davor. Ja, die Wulle versucht sich noch zu... Ist das die Wulle? Ich ja, das ist ja die Wulle. Ich schätze, ist die Wulle. Servus. Und ebenfalls mitleidend in Matzes Team, der PC. Grüß dich. Hallo. Oh, so ekelhaft. Tschüss. Ach, je. Weg da. Oh, komm, wir ertränken uns jetzt gemeinschaftlich. Matze sieht aus wie ein Fleischball. Das ist abartig. Ja, ich also, schließe mich euch das an. Denn? Hallo, bitte Respekt für alle möglichen Lebensformen. Also, alle, die sich hier jetzt fragen, was haben die ganzen Bekloppten eigentlich vor? Wir haben hier ein paar formschöne Dodos in wunderschönsten Farben und die werden gleich den Teams zugeordnet. Da drüben, da hinten, da stehen auch noch welche. Und Teams werden also gleich den Farben zugeordnet und dann gilt es, dass ein Team seinen Dodo zum Vulkan bringt, dort zum Dodo-König krönt und diesen Dodo-König zu seinem Wohnsitz, zu seinem Herrschersitz auf die Kano-Insel bringt. Um das auf der Karte mal zu verdeutlichen. Ach, die ist gar nicht ganz aufgedeckt. Super, das ist ja alles wieder super. Wir müssen im Grunde genommen diesen aufgedeckten Bereich ablaufen, wenn man mal oben das Eis ausklammert. Wir fangen an, es ist linke Hand bei 50, nee, bei der Breite 20 ungefähr und dem, und der was ist das? Latitude 46, 47, sowas, ja. Pi mal Daumen. Und bei dem Fluss, bei dem Wasserfall fangen wir an und müssen zum Vulkan rüber und dann ganz nach Nordosten hoch in die Ecke den Dodo dort auf diese Insel bringen, die dort zu sehen ist. Das alles gilt es zu machen. Währenddessen ist PvP erlaubt. Hier drin noch nicht. Hier drin ist eine Friedenszone. Wir haben eine Mauer, die das markiert. Am Anfang können wir uns also hier drin noch relativ frei bewegen. Und sobald wir rausgehen, müssen wir den Dodo dabei haben und dann ist PvP auch aktiv. Naja, und wir haben hier einige Werte erhöht. System ist auf 12-fachen Wert, die XP ist auf 6-fachen Wert, etc. Titanos und Giganotosaurier sind deaktiviert, das wäre ein bisschen übel. Und die Dodos haben schlappen Level 1200, halten also ein bisschen was aus. Ja, von daher. Du hast einen vergessen.
Was? Wen? Was? Wo? Du hast unseren Spielleiter vergessen. Oh ja, also verdammt nochmal. Klar, wo ist er? Der stand hier nicht, der stand hier nicht rum. Die ganze Zeit. Ja, der stand hier nicht rum. Das ist unglaublich. Natürlich, das Wichtigste. Ja, das Wichtigste. Das Wichtigste, ja. Das. Der ist auch noch in God-Mode. Das ist ganz blöd. Das ist der Balou. Oh, die dreckige Servus. Lache. Der Balou, grüß dich, sorry. Ja, dich habe ich in der Tat vergessen. Er wird hier währenddessen im Spectator unterwegs sein, die Teams begleiten und beobachten und darauf achten, dass alle Regeln hier eingehalten werden. Und er wird aber auch Nachrichten senden, wenn die Krone erobert wurde, denn die gibt es nur einmal. Und wenn ein Team die Krone hat, ist es fortan das Gejagte, denn alle wollen diese eine Krone und die Dodos töten. Naja, gut. Also. Gut. Ich denke, das war so. Balou, dann mal die Farbenverteilung, oder? Hab ich, genau. Wir losen jetzt die Farben aus. Ja, Moment, du musst das verteilen. Ihr seht voll schrecklich aus. Ja, danke. Ich mach nochmal Tag, ja, damit wir auch bei Tag anfangen. So. Und, ja, dann geht gleich jedes Team, wenn Balou das verteilt hat, zu einer Kiste, schaut, welche Farbe es damit losbekommen hat. Aussuchen? Ja, ich suche aus, oder? Genau, dann ist Koya schuld. Damit ich würde auf jeden Fall rosa bekommen. Wir haben ja, pink ist euch reserviert. Nein, ja, wir wollen kein Pink. Kriegt ihr aber. Also ich finde, außer Matze und mir sieht keiner so richtig schlimm aus, oder? Also so richtig grausam. Hier ist der Captain Langarm, ja, wer ist das? Sarutas? Waren schon dabei. Ja, ja gut, okay. Sanitöter. Eben, der Sanitöter sieht auch hässlich aus. Irgendwie breite gezogen. Geht aber noch. Der hat mir das Schlüsselbein ein bisschen lang gezogen da oben. Gut, sind sie verlost, die Farben? Also, sie sind also drin, verteilt? Ja. Gut, dann gehe ich zu einer Kiste und zwar zu dieser hier. So. Geht aus jedem Team ein anderer noch? Ja, hier, ihr könnt alle gleichzeitig. Oder wir gehen alle gleichzeitig. Komm. Was? Zu von jedem Team einer vor. Von jedem Team einer vor zur Kiste. Ich gehe jetzt. Ob ihr richtig steht, hau ab. Ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn die Kiste aufgeht. Was ist das denn für ein Ton? Oh, danke, das habe ich ja gut hingekriegt. Also ich habe rot. Ich schätze mal, wir sind Magenta. Korrekt. Wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. Die Farben rausnehmen oder was? Oder so nah dran, Koya. Darf ich noch Team wechseln? Nein. Sollen wir damit unsere Rüstung bemalen oder was? Nein. Nein. Gut. Also, das Ding ist, ich würde jetzt sagen, jetzt bezieht jedes Team gleich, also nicht jetzt sofort, gleich seine Räumchen. Wir haben hier im TS eigene Räume für jedes Team natürlich. Und der Balou wird dann so in Pi mal Daumen 3, 4, 5 Minuten den Startschuss geben. Wenn alle Fragen geklärt sind und keiner mehr irgendwelche Unklarheiten hat. Es stehen hier, also das kann man noch erklären, das Team Blau und das Team Rot sind auf der anderen Flussseite. Genau. Haben dort einen Schrank. Das Team Weiß, Pink, ja, Orange gibt es ja nicht, Weiß und Pink, ist hier auf der Flussseite. Da drüben steht Pink Richtung Meer und Weiß steht hier direkt beim Dodo-Käfig. In diesen Kisten sind Betten drin und Baumaterial für eine ganz kleine Hütte. Die sollte hier aufgebaut werden und die Dodos könnt ihr entweder dorthin tun oder hier im Käfig lassen, das ist euch überlassen. Und dann in diesem Häuschen, aber bitte erst aufbauen, wenn der Startschuss gefallen ist. In diesem Häuschen könnt ihr dann die drei Betten, die da drin sind, aufbauen, damit ihr hier immer wieder einen Respawn-Punkt habt, wenn ihr denn sterben werdet. Und das werdet ihr. So. So, ich mach da schon mal meinen Zaubertrick. Noch Fragen? Das werde ich als Nein. Dann würde ich sagen, ab mit euch in die Räume eurer Farbe. Und ja, dann auf möge der Weltherrscher bitte gewählt werden, mehr oder weniger. Ja. Wo steht unser Schrank? Möge der beste Dodo gewinnen. Was bist du? Pink. Drüben, ja. In Richtung Meer. Also wenn du zu diesem Felsen guckst, ein bisschen rechts. Also, viel Spaß. Bis dann. Und wir gehen in Rot. User was moved out of your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User was moved out of your channel. User left your channel. Gibt dann, denke ich, das fällt mal wieder unter die typische Koya-Verplantheit. Für was habe ich oben den Channel zugemacht? Wieso? Ist doch egal. Damit keiner da reinkommt, während wir dort sind. Oder wir sind doch jetzt Team Rot. Was soll ich denn? Eben. Ne? Kein Kommentar. Gut, wo ist denn unser Kasten? Rot, drüben. Hier, gehen wir da hin? Beim Zaun. Ja, beim Zaun war der ganz weit weg, genau. Genau, das war der ganz hinterste.
Sowas. So. Eigentlich müsste man jetzt einen anderen Ausgang nehmen. Also, dann die Erklärung noch in den Stream. Das hier wird dann später als Folgen erscheinen. Das heißt also nicht als kompletter Stream hochgeladen werden, sondern in Folgen geschnippelt erscheinen. Entsprechend wird dann gleich oben dieser Spenden-Scroll und dergleichen aus sein, da das dann eben ganz normales Aufnahmematerial wird. Joa, und ansonsten habt ein bisschen Nachsehen. Wir werden jetzt sehr, sehr stark hier eingebunden sein. Ich kann sehr selten in den Chat schauen, aber dafür haben wir ja die Kia dabei. Die Kia wird sicherlich das ein oder andere vorlesen. Geht schon los? Wird sie sicherlich tun. Ja, so. Die Karte war Island, ne? Ja. Yep. Geht's los? Kano? Nee, war noch, nein. War noch kein Go. Oh, der Kano schaut bei uns durch die Mauer. Ja, der Kano ist direkt hier vor der Nase. Das ist also jetzt keine große Option, daraus zu gehen. Die Karte ist die Island, genau. Die genau. Standard-Map Island. So. Hat der Baloo bereits gestartet oder nicht? Nein. Glaube ich nicht. Ne? Ne, im Chat ist auch nichts. Kannst du ihn anschreiben, Xa, dass er starten kann? Ja, mach ich. Weil er wird ja auch den Stream schauen, denke ich mal, bevor wir hier verhungern, bevor wir hier... Ländiglich, wobei wir könnten die Dodos beklauen. Wir haben gut gefüllte Futterdrücke, was ich weiß. Wir suchen... Die Spiele mögen beginnen. Dann schauen wir uns mal unsere Dodos an. Wir claimen die erstmal alle. So. Okay. Also ich mach das. Ihr könnt ja unten folgen. Schon mal bauen. Und wir haben einen mit 1400 Leben, einen mit 1300 Leben und einen nochmal mit 1300. Dann nehmen wir jetzt den mit 14 gleich mal mit. Ja, komm mal mit, Kleiner. Kommst da schon mal raus. So, der macht den Kano fertig. Ich gehe da schon mal raus und mach den Kano fertig, ne? Ja. Viel Spaß, ich schau zu. Baut einer von euch die Hütte auf? Ich probier's gerade. Wir haben den bescheidensten Bauplatz von allen. Ich hoffe, dir ist das bewusst. Wieso? Na, mit einer riesen Schräge. Ja, bau hier. Hier oben. Die Bäume hauen wir um. Ja, wenn's... Brauch nur noch ein bisschen Stein. Wir haben hier keinen Stein. Wir haben das doch ausgetestet, oder? Ja. Gut, ich kann nur da bauen. Ja, dann bau doch. Zu nah an einer feindlichen... Ach, das geht schon. So, Level haben wir auch. Mhm. Fuck. Leben, Gewicht. Das ist jetzt, weil wir schon ein bisschen länger drin waren, haben wir schon 3-4 Level. Bau einfach irgendwo, Danu. Das ist wirklich wurscht. Ja, ich baue jetzt irgendwas. So, wir brauchen ja keine Wände. Doch, brauchen wir. Brauchen wir nicht. Wenn du meckerst, darfst du bauen. So. Wir haben es überall ausprobiert und genau da kriege ich zu nah an einer feindlichen... Und ich sag noch, der Spendenscroll soll ja aus während der Aufnahme und habe ihn noch laufen. Aber gut, jetzt ist er immerhin aus. So, unsere Plätze stehen. Ach, das... Ja, nee, sieht schön aus. Nicht schön, aber zweckmäßig. Ja, genau. Du, wie gesagt, ich krieg sonst überall die Meldung zu nah... An einer feindlichen... Ja, es ist ja relativ nah hier mit den... Aber ja, wir hatten es eigentlich im Vorfeld getestet, aber gut, was soll's. Ja, hätten wir sonst wohin bauen können. Habt ihr einen Stein für mich? Ein bisschen in die Mitte gehen, also dann hast du genug zum Sammeln. Ich sammle derweil mal hier einiges an Fiber und so weiter. Mhm. Wir können ja auch spionieren gehen, was die anderen Teams jetzt gerade so machen, ja? Mhm. Vermutlich noch nicht viel anderes als wir. Sammel bei denen einfach das Fiber weg. Machst du jetzt schon am Anfang Feinde? Natürlich. Wenn schon, denn schon. Oh, alles weg, alles meins. Mhm. Uja will jetzt schon Freunde haben. Natürlich, wer ist denn das hier? Team Blau, wer ist denn Team Blau? Die machen wir platt. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt Blau gezogen hat. Rocky, Sanitäter, Saturas. Ui, gerade die. Machen sie platt. Warte, da müssen wir die Steine weghauen bei ihnen, dann kommt's. Ja, total, ja. Alles wegmachen. Alles weg, hier bleibt nichts übrig. So. Super, was mache ich mit so viel Metall jetzt schon? Okay. Mitnehmen, da sind wir später froh drum. Und weißt du was, Danu? Wir wissen, dass da draußen ein Kano ist. Wir lassen die anderen mal zuerst vor die Tür. Wie nett.
Ich fände ja, das gut. Das ist halt Koja. Ja, ich fände das sehr gut. So. Du meinst, die haben den Kanon nicht mitbekommen. Naja, er war ja ganz bei uns unten, also. Eben, also die Möglichkeit. Ja. Die Möglichkeit ist gegeben. So, dann. Oh, ich glaube, der hat sich ein bisschen verdrückt. Oder der rennt noch ein zweiter rum. Ja, der hat den Dodo gesehen und ist abgehauen. Geh mal nach drüben, Fibermopsen. Tu das. So. Ich hab jetzt Speer, ich hab Rüstung, ich hab Äxte, also wegen mir. Oh Mann. Mhm. Boah, sieht das furchtbar aus. Dieser Charakter. Oh. Matze? Boah, nee. Matze ist nicht da. Achtung. Boah, mit der Hose jetzt an. Oh. Kommt ihr mal wieder zurück? Ich würde jetzt ein paar Wände machen. Um mal. Wieso ist mein Dodo wieder da oben drin? Moment, ja, Sekunde. Mein Dodo wollte nicht mit vorhin. Oh, komm mit. Dodus sind es, das wurde gerade auch im Chat, hier im Stream-Chat gefragt. Das ist aus der Pimp My Dino-Mod. Kann ich? Du kannst. Moment. Du kannst, ja. Soll ich dir noch ein bisschen Material hinlegen? Jo, ich bräuchte größtenteils Holz. Okay, pass auf, tu mal alles in Dodo. Okay. Momentan ist Thatch hauptsächlich drin, aber ich hol dir gleich Holz. Ah, noch mal. So, zack, zack. Holz kann ich da auch noch holen. Gab nicht mehr viel. Nein, der auch nicht. So, schauen wir gleich mal. Es wäre schon schön, wenn wir hier so weit leveln können, dass wir alle einen Bogen haben. Mhm. Das wird, glaube ich, schwer. Meinst du nicht, wir schaffen 15? Nee. Das dürfte, glaube ich, zu knapp werden. Ja. Also ich denke, wir kommen vielleicht mit 13 eventuell oder so weg. Oh scheiße, Xar, kannst du ein bisschen meine Richtung? Jupp. Wo bist du? Richtung Blau bin ich gelaufen. Ich bin überladen, ja. Warte, da kannst du auch noch. Nimmst du das Holz, dann renne ich zu Koja. Jupp. Koja, kann man die nicht umbenennen, fragt Balu. Umbenennen? Natürlich kann man die umbenennen. Jo, die Farbe bleibt ja. Unsere Dodos? Ja. Wie sollen wir sie denn nennen? Das wäre doch mal schön. Eine Frage in den Stream-Chat rein. Hm? Wie sieht's aus mit dem Namen für den Dodo? Und die nächste Frage ist an euch jetzt hier, Danu, Xar. Sollen wir den auf Leben oder auf Speed leveln? Ja, eigentlich sind die ja schon relativ schnell. Also ich würde ihn eher auf Leben skillen. Also Leben bringt 1492, 70 Leben pro Level. Mhm. Bisschen mehr, 75, 76. Jo, das ist doch schon soll ich dann darauf lassen? Ja? Jo. Er hat einige Level durch das Rumstehen hier schon. Jetzt hat er 2200 Leben. Ich brauche, oh Gott, ich brauche was zu essen. So, Fiber habe ich im Dodo. Mal. Wir können doch das Zeug, was wir nicht verbauen, abreißen. Theoretisch, oder? Ja, das wäre schon Dodo Renner, oder? Meinst du? Opfer, Berti. Was kann man abreißen? Ja, nee, das machen wir nicht. Dafür ist es nicht gemacht. Weltherrscher, Heinz, King, Frank. Oh je. Heinz ist ein Weibchen. Heinz kommt da nicht so gut. Heinz passt perfekt. Heinz passt perfekt? Frau Heinz. Ja. Frau Heinz. König Heinz die Erste. Ja? Königin Heinz die Erste, so. Oh Gott, oh Gott. König... nicht Kömi. Königin Heinz die Erste. Oh je. Das lässt Schlimmes ahnen für die weiteren. Oder Königin Heinz, Moment, dann machen wir nicht das I, das machen wir weg. Königin Heinz die Erste, Moment. Ich denke, den Namen machen wir so. Königin Heinz die Erste, so. Möge Königin Heinz über diese Welt herrschen. So, Leute, ich glaube fast, wir sollten dann, oder? Weil wir haben hier nichts mehr. Noch ein paar
Baumstämme bei Blau, die ich eben jetzt ganz heimlich klaue. Ganz heimlich? Sag doch gleich ganz unheimlich so. Für einen Speer brauche ich noch ein bisschen Pfeile, brauche ich noch was? Speere habe ich. Hat Heinz noch? Also ich könnte ja auch gleich noch ein paar machen. Fiber hat Heinz noch. Heinz hat immer Fiber. Fiber ist super. So, ein Speer. Super. Hast du auch noch Holz, Heinz? Heinz hat auch noch Holz. So. Jetzt brauche ich noch Fiber. Wie viel Fiber hast du noch da? Kann ich dir wieder reingeben. 60. Sehr gut. Leg dir Holz und alles wieder rein. So. Dann kann ich gleich noch ein paar Wände machen. Guck mal, wer läuft denn hier rum? Guck mal, da geht gleich einer durchs Tor. Halt, das müssen wir uns anschauen. Team Rosa geht durchs Tor. Ja, die gehen durchs Tor. Da schau alle drei. Viel Spaß mit dem Kano. Was machen die drei? Rennen sie wieder weg? Ach ja, denn, weil die dachten, wir gehen hinter denen her. Wir hätten das unauffälliger machen sollen. Gucken, springt der Kano da noch rum? Keine Ahnung, aber verrat's nicht. So. Ich sehe gerade keinen. Die werden ja nicht den Stream gucken noch parallel, oder? Also glaube ich jetzt nicht. So Leute, hier komm, wir müssen los. Aber durchs andere Tor, oder? Ja. Okay. Würde sich empfehlen, ja. Können wir. Dann gehen wir. Kannst du mal die Königin Heinz auf kleine kurze Distanz nehmen? Da liegt ein Dodo. Wie? Da ist gerade ein rosa Dodo mit viel Schwung ins Meer geflogen. Was? Doch, der ist hier vom Fluss über unseren Käfig und dann hupp ins Meer. Moment. Ach so, ja, weil der so viel Speed hat im Wasser. Das muss man gleich mal schauen. Scheiße. Das ist so eine Macke von den Dodus. Ja, von diesen. Wir gehen jetzt mal durchs Wasser, seht ihr das, was aber ich meine. Aber pass auf, ja. Nicht, dass unserer gleich absegelt. du, der hängt da hinten fest, Koja. Ja, komm mal die Steine weg. Ja, ich drehe Steine weg. Müssen wir machen, bevor er ersäuft. Ach nö, der ist an der Oberfläche. Der soll den nicht ersaufen. Ja, denke auch nicht. So, du, komm mal mit. Das wird sowieso noch tausendmal passieren. Sobald halt Wasser in der Nähe ist. Nee, dass die festhängen und dergleichen. So, kommt ihr mit Speeren ausgerüstet und alles, weil wenn wir da jetzt durchs Tor gehen, kriegen wir das erste Mal aufs Maul, so besagt es ja die Regel. Ab dort gilt PvP. Yep. Das ist also nicht ganz ohne Risiko. So, Moment noch. Wie viel Holz ihr das ja noch hat? Wir könnten hier noch Wände bauen bis. Ja, wollen wir noch ein bisschen leveln. Also ich bräuchte noch 3 Level, beziehungsweise eigentlich nur noch 2. Und ich bräuchte noch ein bisschen Fiber. Bräuchte noch 4 Level. Ey, dann lass uns noch den Bogen hier bauen. Ist okay. Ja, wollen wir es hinkriegen da? Ja, dann brauche ich meine, mit Holz und Fiber. Ja, Fiber. Heinz! Beifuß! Oh Mann, der Arme. Oh, da bist du schon. Die Arme. Die Arme, ach so, Heinz, ja, bitte. Sorry. Die, oh Gott. Wer kam auf die Idee? Loser! Was für ein Loser? Ich habe hier gerade die Loser gefunden. Mhm. Die Plauen. Die bauen auf und reißen ab, Xa, im Gegensatz zu dir. Ich habe die Schränke bei uns in den Schrank geschmissen. Was hast du? Er hat's im Schrank geschmissen. In unseren roten Schrank reingeschopft. Also man könnte sie theoretisch rausholen und dasselbe Spielchen machen. Ja, dann hättest du wieder Ressourcen und könntest direkt neu bauen. Achtung! Genau. So. Jo, komm bei! Ich glaube, ich gebe dir doch nochmal ein bisschen Speed. Können wir auch nochmal zurück. Dann gehen wir nochmal zurück. Ja, okay. Ja, das du, ist jetzt nur ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viele Wände. Einige. So, hast du auch eine Foundation dabei, dann müsstest du die halt nochmal bauen. Ich kann sie ja an drei Foundations im Kasten. Unser Bett Foundation ran zu machen. Weil man es nicht ordentlich setzen kann für unser Haus. Oh ja, Achtung beim Wasser, gell? Aber ich glaube, ja, ein-, zweimal Speed kannst du ihm schon noch geben. Ich denke auch, ja gut, ja, aber ja gut. Komm schon! Lauf! Heinz, lauf! Sie kommt. Go, langsam, Heinz, go! Gemütlich, aber sie kommt. Die Heinz. Die Frau Heinz. Mhm. Es wird schon geschrieben, es ist PvP und Koja macht PvE.
Nein, das ist jetzt hier Vorbereitung. Heinz, du bist die beste Schwimmerin. Ja. Ja, so jumpen können wir nicht. Wir machen hier Vorbereitung, damit wir dann gleich, wenn wir rausgehen, richtig ordentlich ausgerüstet sind, ja. So, Xar baut auf und reißt ab. Wunderbar. Er macht es sehr effizient, wie man sieht. Ja. Ja. Übung macht den Meister und... Boah, das ist jetzt nicht deren Ernst. Wie machst du denn da so schnell? Immer drüber setzen. Fünf Maustaste. Ach so, du kriegst ja dann die Ressourcen, richtig, stimmt. Genau. So, und jetzt kann ich Bogen lernen. Sehr schön, ich nicht. Und Lederrüstung auch. Ja, dann bauen wir für uns. Pfeile. Warum Fallschirm noch nicht auch gleich? Den Bogen, die Pfeilspitzen, die Flinte braucht man, ne? Flint kann ich da 114 geben. Oh, ich brauche Fiber ohne Ende. Ja, für Fiber müssen wir langsam raus, weil da erinnern ist nichts mehr. Beziehungsweise, ich habe noch ein paar Wände, mal schauen. Mal schauen, was rauskommt. Dürfte nicht allzu viel sein, aber vielleicht langt es zumindest für einen Bogen. Wie viel brauchst du? Ach du Kacke. Oh, 50 okay. Fiber und 13 habe ich. 3 habe ich. Ja, dann scheiß drauf, gehen wir jetzt raus. Ich habe 70 Fiber. Ein Bogen reicht. Den kann ich dir geben. Da. Hinter dir. So, und Flint kann ich auch gleich dazu geben. Das brauchst du dann gleich für die Pfeile. Ja. Bitteschön. Da brauche ich ja auch Fiber. Du, ich habe gerade 100 Flint. Den Schutz bringt eigentlich nichts, ja. Was brauchen wir noch? Die Bola. Brauchen wir für die Bola, um die zu bauen? Hide brauchen wir und Fiber auch. Ja. So, nochmal kurz weiter gucken. Landing Torch, bla bla bla. Shield, Wooden Shield, das sollte man lernen und jeder eins bauen. Wo ist das? Das. Bei der Bola direkt. Ah, da. Brauchen wir aber, glaube ich, auch. Hide. Also raus Hide und Hide und Fiber besorgen. Ja. Ja gut, auch für Hide sollten wir raus. Ja, machen wir auch. Dann, geh mal wieder rüber. Heinz! Los! Schwimm um dein Leben! Heinzi! Du! Pass aber auf, dass er nicht so schön Abgang macht wie die Rosanen. Nee, bisher nicht. Funktioniert das wunderbar. Genau. Das läuft. Wir schaffen das. Die anderen sind nur alle schon weg, fast. Ja, also aber wir schaffen das. Rannte hier eben noch rum. Ja, das ist so die letzten, weißt du? Ihm weiß es noch da, ja, ja, ja. Die anderen sind alle schon raus. Ich sehe schon gleich die Meldung, der König ist gekrönt. Aber dann ist ja noch nicht alle... Schau mal, Matze läuft hier noch rum. Du bist so hässlich. Du bist so... Der hat vor meine Füße gekackt. Das ist eine Frechheit. Das war sicher noch der Angstschiss. Das kann sein, ja. Hat Dodora hier? Nee, hat sie nicht. Sie kriegt kein Level. Sie muss kämpfen. Wir müssen stark sein. Das kriegen wir doch hin. Bin ich endlich? Hört das jemand? Du bist. Du bist wunderschön, Matze. Wunderhässlich. Unser Dodo findet dich schön. Unser Dodo hat sich direkt in dich verliebt. Er hat gleich neben ihn gekackt. Los, Tempo, raus. Zusammenbleiben. Wo ist Xar? Da, okay. Wir schleichen uns ganz langsam raus, Matze. Ich weiß, warum die zum anderen Tor raus sind. Hier geht's nicht raus. Was ist denn da los? Zu. Das ist verschlossen? Ja. Haben wir eine Kleinigkeit vergessen? Scheint so. Das ist ja sehr intelligent. Ja. Voll durchgeplant. Balu, Hilfe, Tor aufschließen, bitte. Ja. Das ist ja doof. Ich hoffe mal, er liest im Chat mit. Nee, geh doch kurz hoch, Xar. Du nimmst ja nicht auf. Doch, geh doch kurz hoch in seinen Raum. Bitte? Nimm doch auf. Du nimmst ich, auf. Ich stream noch nicht. Wartet mal. Dann ja, Kia könnte was soll er denn ausrichten? Dass das Tor verschlossen ist und er unbedingt herkommen müsste, um das Tor zu öffnen. Genau. User left your channel. Ja. Einmal mit Profis, gell? Nö, ach, da haben wir doch an alles gedacht. Ja, fast alles. Ja, total. Es wollen alle raus und kämpfen. Kommt raus.
Das Tor ist noch zu, das Baloo wird sich da gleich drum kümmern. Kleine Mängel in der Vorbereitung, sorry. Ist das denn zu viel verlangt? Schau dich mal im Spiegel. Was war verschlossen? Das hintere Tor ist auch verschlossen. Ja, beide Tore. Na toll. Beide Tore. Metzel provozieren. Ja, eben, das wird jetzt schwierig. Ihr geht vor. Wir könnten uns ja eine Rampe bauen und rüberspringen. Das könnte man machen. Wobei, stellt sich dann die Frage, ob wir so nah rankommen und ob der da Dodo dann noch mit rüber hat. Wo bleibt denn der Spielleiter? Der kommt gleich. Oh, der, Jakob kommt nicht in unseren Raum rein. Warum das? Ja, Moment. Alles läuft ja super. Ja. Hallo. Er kümmert sich drum, sagt er. Er soll seinen Arsch hier bewegen. Kümmern. Ey. Immer diese perfekte Vorbereitung. Total. Bau derweil einfach ein bisschen was. Was man halt so bauen kann. Vermutlich nicht viel. Hallo, beide Seiten bitte aufsperren. Modsnet, mach off. Okay, gehen wir da jetzt raus oder noch nicht? Ich würde sagen, wir warten, bis die anderen gehen. Und da die anderen auch hier rumstehen, ja. Sollten wir vielleicht noch ein paar Bäume fällen? Ja, lass sie mal vorgehen. Wir fallen denen dann in den Rücken und sind überladen. Scheiße. Rosa ist draußen. Team Rosa ist draußen und wir gleich hinterher, würde ich sagen. Der Dodo ist aber auch schon ganz gut überladen fast hier. Baloo hat das voll toll gemacht. Dann kriegt es nicht mehr zu. Es ist immer noch locked. So, da draußen laufen Leute rum, also Vorsicht. Also gehen wir gleich unser Problem sein. Rechts halt hoch, oder? Gleich ein bisschen ab, oder? Wollen wir einen Kampf suchen? Naja, direkt vor der Tür. Ja, okay, dann gehen wir hoch. Ja. Gehen wir hoch. Dodo! Halt! Achso, ihr seid da. Oben ist auch noch ein Dodo. Wir brauchen doch Halt. Jede Menge Halt. So, Danu schaut ein bisschen nach hinten. Ja, ich schaue die ganze Zeit. Gut, ich sammle Fiber. Und dann machen wir uns noch einen Wald. Ein paar Dodos zerlegen. Ich hoffe, hier rennt nicht noch ein hungriger Raptor oder sowas rum. Aber ja, das wird. Rosa scheint es nicht abgesehen haben auf Stress. Nee, irgendwie nicht, ne? Aber es ist ja auch, man muss das ja immer abwägen. Wenn einem der Dodo stirbt, dann hat man nur noch zwei und dann sind es irgendwann nur noch einer und dann eventuell erstmal früh raus, wenn man zu sehr Krawall sucht, Moment, bevor man vorbereitet ist. Also insofern, Krawall wird es auf jeden Fall noch geben, spätestens am Vulkan. Wir sollten näher beisammen sein. Ich sehe nur noch Xar, da nur nicht. Doch, ich bin neben dir. Halte ich für ein Gerücht. Getarnt? Ja, scheinbar. Das ist ja. Unser Dodo ist nicht so gut getarnt. Das ist so das Problem. Ach, das ist eine rote Beere. Da habe ich so Vormittag den Schlüssel versteckt. Ja, ja. Ja, der Vormittag, die waren ganz böse Gestalten. Habe ich gehört. Kennst du die Koja? Der Dodo muss auf Oxygen, steht gerade im Chat. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ist ja, und dann wird es ein richtiger Wasservogel. Genau. Ja. Wie schaut's denn jetzt aus mit Halt? Habt ihr da schon? Ich hab Sulimo 10. meinte auch, dass sein Wasser so schnell wäre, liegt am Oxygenwert. Ach, ernsthaft? Hat er gesagt. Aber so viel hat er doch gar nicht, oder? Er hat 2640 Oxygen, ja, doch. okay. Oh, ein Dodo. Also, ich kann dir hier Fiber, ist im Dodo drin, wenn du Bögen bauen könntest, ja, klar, für uns. Mach ich. Ja. Sofort. Oder Schilder. Da ist überhaupt die ganze Zutat im Dodo drin. Auch Holz. Holz, Fiber. Kann dir auch gleich noch ein bisschen Flint reintun. Flint habe ich eigentlich relativ viel. Gut, okay. Dann holen wir mehr Fiber.
Sind ja, warte mal, Fiber tue ich noch rein. Und kann man sie tamen? Darf man sie tamen, wird hier immer wieder gefragt. Außer Flugtier, also keine Agentavisse, keine... Die sind drin, aber man darf sie nicht tamen, ja. Genau. Draußen sind Giganoto und Titano. Richtig. Die Titanos haben wir wieder deaktiviert, weil die dann doch ein bisschen übel wären, oder die Giganotos vielmehr. Die Titanos würden ja nicht gezähmt werden können in der Zeit. Was hier, aber... Oder? Gut. Was brauchst du gerade? Gerade eigentlich nichts. So, Bogen Nummer 1 ist drin. Ja? Juhu! Vielen Dank, Julia. Bogen Nummer 2 kommt auch gleich. Ja. Bogen Nummer 2 ist drin. Ich schmeiß da noch die ganzen Pfeile rein. Ach, hast auch Pfeile? Schon ja, klar. Perfekt. Mach ich nochmal welche. Hast du sie rausgenommen, Koja? Ja, kannst haben. Ich habe 50 Pfeile. Okay. Sieht gut aus. Also noch haben wir hier absolut safe. Wir sollten vielleicht ein bisschen hoch in den Wald noch. Mhm. Wollt ihr auch gleich noch Bolas haben? Ja, wäre super. Bolas oder Schilder wären cool, ja. Ich denke erstmal Bola. Mhm. Ich habe das Raft mal gelernt. Ja. Jeder sollte am besten noch einen Fallschirm lernen, wenn man mal schnell weg muss. Obwohl das dann mit dem Dodo schwierig wird. Ja, es kann ja sein, dass man gerade nicht den Fallschirm hat, nicht den Dodo an sich hat. So, ich habe nochmal eine Fackel, es könnte Pfeile dunkel werden. Reingelegt. Und drei Bolas liegen mal drin. Ich habe gerade gehört, dass ein Dodo gestorben ist. War das einer von euch? Ja, gut. Ich weiß. Gut. Ich hab da nur ihn gesehen und hab mir gedacht, bevor der wegrennt. Oh, der Dodo ist überladen. Mhm. Mal zu erwarten. Bolas, so. Wo sind Bolas? Da fehlt mir noch. Ich hab noch keine, aber ich brauche mir welche. Ich leg dir. Ach, da kommen noch welche. Ich kann dir gleich. Du kannst die Hide aus dem Dodo nehmen, Xa. Hm? Komm, ich schmeiß ein bisschen Holz weg. So viel Holz braucht man nicht. Ich hab das ganze Hide jetzt auch reingelegt. So. Bolas liegen drin. Wie viel hast du da noch? 2. Dann nimm dir noch eine. Ja. So. Wenn wir das könnten, Balu. Ja. Muss ich bei Broadcast Cheat davor geben? Ja. Cheat Broadcast, wenn wir das könnten, oder wie? Hm. Rüstung baust du uns dann, Xa, oder? Läuft. Ja, ich könnte uns die Fiber-Rüstung, die Hide-Rüstung machen, aber dazu bräuchten wir mehr Hide. Ja, da bräuchte man noch einiges. Oh Gott, hier wird's dunkel. Ja, müssen wir trotzdem hin. Wer wieder hinten beim Dodo? Wollen wir ein bisschen rechts Richtung Fluss? Das blaue Team ist relativ in der Nähe, Hang abwärts rechts von uns. Habe ich gerade hier im Blauen gesehen. Ja, das sind die Blauen. Die sind unterhalb von uns. Na dann. Kampf oder nicht Kampf? Na gut. Das ist die Frage. Naja, Kuya ist schon so gut wie dort, oder? Ne, ich bin hier bei euch noch. Ich meine, sie haben unseren Dodo sicher auch schon gesehen. Ja, sie sind naja, wobei hier oben ist es relativ dunkel, also muss ich nicht unbedingt. Na gut. Also nicht. Na gut, jetzt haben sie uns definitiv gesehen, so wie du gerade da oben stehst. Ja. Ja, das mag sein, aber ich wäre jetzt halt auf Konfrontation gegangen. Ja, dann gehen wir runter. Aber. Sagt halt was. Ja, nein. Xa, was meinst du? Na, sie ziehen sich ja schon zurück. Okay. Kann man die Dodos tragen? Nein. Nee, die kann man nicht tragen. Die sind etwas größer als Dodos. Die ziehen sich nicht zurück. Tragen. Nein, die stehen da unten. Also wollen wir es holen oder nicht? Die haben da ein Feuer an. Die haben uns nie im Leben gesehen. Die haben Lagerfeuer. Natürlich haben die uns gesehen. Die haben ein Feuer an. Die würden doch kein Feuer anmachen, wenn wir da oben sind. Warum nicht? Sich sicher fühlen. Meinst du? Mhm. Also wegen mir kommen wir drauf. Ah, dann gehen wir drauf, komm.
sehen nur ein bisschen wenig. Achtung, Kuya, du hast ein Dodo hinter dir, gell? Weiß. Gut. Ich weiß. Ist ein Dodo hinter dir? Ja, der Dodo ist noch hinter ihm. Boah, Baller. Die ballern auf unseren Dodo. Boah. Der Dodo ist böse von denen. Da? Bist du noch da, Jörg? Ja. Der Dodo ist richtig böse von denen. Alter, mhm. Finne. Boah, das war böse. Der hat zweimal auf mich gehackt, dann war ich tiefrot. Mhm. Ei. Lass das so. Du musst noch 20 Sekunden warten. Kriegt ihr es hin? Ich habe also zumindest unseren Dodo. Ich spiele hier gerade mit einem Fang den Fall. Allerdings hauen die. Ja. So, Satoras ist weg. Sarutas killed. Versuch mal gerade unseren Dodo ein bisschen wegzukriegen. Komm, so schnell es geht wieder. Ich muss aber noch warten auf Respawn halt gerade. Ja, da schön viele Pfeile. Scheiß. Nicht gut. Da ja, den Dodo. Ich etwas Richtung Wald, ja. Den Dodo habe ich auf Attack My Target gesetzt. Der hätte eigentlich angreifen müssen. Ja, die haben hängt hier ausgespielt. Ja, ich sehe. Stein fest. Ich werde hier, glaube ich, noch beschossen. Ja, ich werde auch noch beschossen. Ich sehe es aber gerade nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob er mich gelootet hat. Ich vermute mal schon. So, einen Dodo habe ich wieder. Steht ein einsamer rosa in der Dodo. Mhm. Von denen ist aber keiner draufgegangen, oder? Doch, der Sarutas ist draufgegangen. Okay, ah ja, stimmt ja. Oh. 600 Leben hat er noch. Unser Dodo? Ja. Okay. Bringen mal ein Stückchen weg, Xa. Und gib ihm mal Probieren. Regenerieren. Du findest uns eh wieder, oder? Nee, ich weiß es noch nicht. Also, theoretisch schon, praktisch, weiß ich jetzt nicht, wie weit ihr euch da von dem... Wir sind Waldrand. Quasi immer noch da. Wie gesagt, ich hole aber jetzt ein paar Bärchen. Aber da die jetzt hier unten schön Feuer brennen haben, könnten... du rennst genau rein, Co, ja? Was? Du bist direkt am Lagerfeuer. Hinter dem Stein, wo du gerade gerannt bist, ist das Lagerfeuer. Ja, da muss ich hin, da liegt meine Leiche. Nimm aus dem Lagerfeuer gleich noch Fleisch mit, wenn du da oben rennst. Sind Mach die ich? Weg dort? Achtung, da kommt, ja. Sind Achtung, der blaue Dodo kommt. Da rennt einer. Find meine Leiche halt gerade nicht, also. Ich glaube, ich wurde gelootet. Also ich hab's doch fast gelootet. Okay. Beziehungsweise der dürfte da wahrscheinlich immer noch rumliegen. Verdammt. Ja, also komm, das bisschen Zeug ist schnell gecraftet. Ja, ich finde mich jetzt auch gerade nicht. Also gut, dann. Dann kommt's zurück. Ich sehe gar nichts, ist voll schwarz, der Bildschirm. Ist das bei euch auch so? Von den beiden habe ich recht gut drauf. Ja, ich sehe hier auch die Hand nicht vor Augen. Es ist verdammt dunkel, ja. Soll ich dir kurz eine Rüstung und so craften, Koja? Das wäre super. Ich sehe nur eure Buchstaben. Ich weiß nicht, ich sehe gar nichts.